Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Ebewissen, Teil 52, nehmen wir natürlich auch wieder meinen Geschlechtsgeschlechter. Ich. Yo, Bitches. Und ich spiele auch, also ich spiele nicht mit, aber ich sitze daneben und lache dann immer. Hä? Das geht jetzt bestimmt nicht mehr. Wieso? Ja, weil du es nicht gedrückt hast, wo was zu sehen war. Oh, das ist ja doof. Jo. Ich will so mal rausgucken. Ich finde es sowieso komisch, es regnet jetzt mal. Aha. Kidman und das ist doch dieser komische Typ hier. Leslie. Oh. Leslie Mann. Nachladen. Jo. Kinderspielplatz wollen die. Das ist doch verboten. Seit wann gibt's denn so weit? Ne? Ist baufällig. Die sind doch erwachsen. Ich bin auch erwachsen. Ich würde ohne auf den Kinderspielplatz gehen. Ich habe gehört, da machen immer viele abends Sex. Das stimmt, ja. Schon selbst beobachtet. Und das war echt eklig. Schieß mal eine Dose. Ich bin besser wie Ronaldo. Ronaldo? Ronaldo. Sieht aus wie von Benny. Nee? Oh, Exit! Wir können hier raus. Oh Gott sei Dank. Ich will auch auf dem Kinderspielplatz. Das sind Seifenblasen oder was? Was geht denn hier? Kann Leslie nach Hause? Mit dem Zug bis nach Hause? Nee. Nein, Leslie. Heute nicht. Du beschützt du mich? Ja, das ist mein Job. Gut, gut, gut. Wenn ich nach Hause komme, werden sie sich wundern. Wir gehen jetzt. Es ist nicht deine Schuld. Es tut mir leid. Halt! Du verstehst nicht. Du weißt nicht, was aus ihm wird. Oh doch. Ich hab's gesehen. Du verstehst nicht, was Ruvik eigentlich will. Dann sag's mir, was will er denn? Er will Leslie. Dann geht es um sein kleines Forschungsprojekt. Verarsch mich nicht. Ich habe einen Auftrag. Er darf den Jungen nicht bekommen. Leslie ist der Einzige, den er... Okay. Super, wir sind gestürzt. Kapitel 13 überlebt. Aber auch wieder so, Leslie ist der Einzige, den er was denn vertraut, beschützt, ausnutzt, hilft, braucht. Für was irgendwie? Ja, wie sie nicht ganz. Das finde ich echt gut. Bis zum Schluss weiß man irgendwie noch nicht, was ist. Was Kapitel ist 14, so? Hintergedanken. Wie mit dir, mir. Das ist unser Thema, oder? Hintergedanken? Hm. Ich stehe aber auf Hintern. Hintern Gedanken? Hintern tanken? Wow. Okay, machen wir weiter. Hintern betanken? Starten wir das nächste Kapitel. Serbien-Psycho. Was ist das denn? Pig? Pie? Five Pig, oder? The Pig. Oh. Kennst du die? Kommt die auch nochmal? Ey, so eine Blöde.
Ja. Nein, ich spreche nicht aus. Wie bitte? Oh. Ja, ja, genau. Ah ja. Das ist immer so übertreiben müssen wir fahren. Das ist wie mit ihren Joseph. Gezeichneten Pornos. Und die Lampe ist noch eins. Ah ja, alles. So, gucken wir uns mal um. Gibt's hier vielleicht noch? Oh, da lag was. Ah. Noch mehr Munition. Das ist hast du da nachgeladen? Ja. 59 Schuss. Hier können wir noch mal. Hier können wir bestimmt. Ich. Das ist ja nicht die Munition. Ja. Was ist denn das für eine große Wand? Aber. Ständig. Vielleicht liegt da noch was? Zombom? Aber ich kann einfach drunter der durchkriegen, oder? Ne. Ne. Schade. Kann ich runterrutschen? Nee. Nö. Und hier was? Hier auf der anderen Seite? Drüber kann er schon mal, aber hier gibt's nichts. Ja. Ah, drüben vielleicht noch. Ah. Nicht. Das ist ja langweilig. Oh, ist ja alles kaputt. Ich habe gerade gedacht, hier liegt irgendwie eine Figur oder so. Das wäre gut gewesen. Guck doch mal. Was soll ich denn gucken? Na, hier jetzt links. Links. Alter, guck doch mal an den Stein. Ja, gut, hier ist nichts. Du hast nicht hingeguckt. So, ich hab nicht hingeguckt. Nee. Alles schon durchforstet. Ich war von ihm denn. Ist mit ihm mit wenig Schuss oder? Ach, die kann ich zu latschen, oder? Weiß ich nicht, probier. Ja. Ne, waren drei. Jetzt bin ich schon so lang. Jetzt ist war der dritte. Ist ja nichts weiter aus dem Automaten. Wir sind richtig schnell. Alles leer. Haben die Viecher alles leer gefressen. Die Schweinebacken. Ist ja was zu lesen, nö. Ich würde gerne mal was lesen. Ja. Zombom. Black Hair. Curse. Curse. Ich höre schon irgendwas. Ah, jetzt höre ich auch was. Geldautomaten. Guck mal, wie ich raus durch den dünnen Kartenschlitz. Ach stimmt, wir müssen ja zur U-Bahn, wa? Müssen wir? Wir wollen ja immer noch dahin. Hm, ich nicht. Aber was will ich eigentlich machen, ne? Was ist das denn? Was wie bei der Alien hier? Bei der Alien? Alien-Film. Seh noch, Kuckuck. Ist mir nie so ganz geheuer. Oh. Ah, nee, die entschärfe ich nicht. Die entschärfe ich nicht. Das hasse ich wie der Pest. Aber dass du da auch extra aufstehen musst, weißt du? Ja. Bip, 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 bip.
Platz hier. Oh, ich höre eine Tür. Wir gucken auch mal aus. Oh, ein Kartenfragment. Schön. Wir haben viele gefunden in letzter Zeit. Die haben wir sonst nie gefunden. Streichhölzer brauchen wir nicht. Gilde, okay. Hier kann man nicht aufmachen, ne? Stell die mal hin. Ist ein bisschen schade, dass man die einzelnen Fächer nicht noch aufmachen kann. Aber das ist halt so. Bei Skraptum und meine Trophäe, habe ich das mal gelesen, eine Trophäe für alle Räume im Serverraum oder irgendwie sowas zu öffnen. Oh, ich höre viele. Treupunkt. Ah, hier ist ein Raum. Und hier sind die Toiletten. Geht bestimmt noch was. Ach du Kacke, was ist denn? Diese Hand ist weg gewesen. Ich hätte mal eine Granate einfach reingeschmissen. Was hast du vor? Das willst du machen? Den killen aber. Ja. Dann gehen vielleicht die Dinger hoch. Ja, die Dinger gehen dann hoch. Deswegen war das mit der Granate gar nicht mal so übel, denke ich. So, ein bisschen. Oh Gott, oh Gott. Tja, die haben auf jeden Fall. Das sind zu viele. Ja. Rein wollte ich sowieso. Hä? Rein wollte ich ja, aber. Ach, na gut, ich kann drauf schießen. Aber. Na warte, geh nicht. Willst du nicht weiter zurückgehen? Gut. Na toll. Die sind so dicht beieinander, die Linie. Das ist so verschwendet für die Scheiße. Gut, die letzte hätte ich jetzt vielleicht. Nur mal aus der Toilette, ein Scheiß. Fass einfach da rein. Denkst du, die gehen auf? Ja. Wäre natürlich cool gewesen. Ja. Aber nö. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet von dem Raum. Irgendwie ein Schlüssel hier, irgendwie eine Figur oder so. Ich meine, das ist schon ein riskanter Raum. Ja, das war. Aber ich fast mein Leben geopfert. Oh, was zum Lesen? Oh, Notiz von Myra. Mein lieber Sebastian, wenn du diesen Brief erhalten hast, dann, so fürchte ich, ist das Schlimmste eingetreten. Meine Nachforschungen sind der Wahrheit zu nahe gekommen. Du wirst mich wohl nie wiedersehen. Es tut mir leid, dass ich es dir verheimlicht habe. Aber das war nur zu deinem Schutz, entweder vor der Wahrheit oder meinem Wahnsinn. Ich habe dem Brief eine Kopie meiner Aufzeichnung beigefügt. Ich hoffe, dass du sie niemals erhältst. Aber falls doch, liegt es an dir, zu beenden, was ich angefangen habe. Bitte tu es für Lilly oder für mich in ewiger Liebe. Und für mich. Myra. Okay. Krass. Schade, dass mal die... Aber hatten wir einen Schlüssel? Wir hatten einen Schlüssel jetzt, oder? Noch nicht? Nee, hat man vorne, ne? Wir haben jetzt, glaube ich, nicht, ne.
Ja, na, ich gehe erstmal weiter. Ich gehe jetzt weiter, dann komme ich wieder zurück. Ja, aber was hat sie denn da mit dazugelegt? Also, die Unterlagen, die haben wir ja jetzt nicht gesehen. Nicht wirklich, ne? Drüben irgendwas? Hast du nachgeladen? Nee. Natürlich. Guck. Naja. Was denn? Na, dass der immer automatisch irgendwo hinzieht. Das war besser. Bei welchem Spiel war das? Wo du mit dem Cursor noch nach rechts oder links konntest und dann hast du auf den anderen gesetzt. Das ist viel besser. Aber der zielt immer automatisch auf den vorne. Und das finde ich so doof. Dafür zünd ich dich an. Ich frage mich eigentlich, was du. Ich meine, der Gedanke war schon nicht schlecht. Aber. Ja, aber der andere hat sich doch gewunden oder irgendwas Spackerhaftes gemacht, weißt du? Und nee, das Mädchen derzeit kam der andere auf mich zu. Da kann ich doch auf den anderen schießen. Das habe ich ja vorgehabt. Nee, das Mädchen jetzt nicht. Ich meinte eigentlich, warum hast du denn die Flasche darüber geworfen, genau vor seinen Augen? Pass mal auf, der kam sowieso in diese Richtung. Und ich dachte, der dreht sich dann zur Flasche. Ich dachte, der geht dann dorthin. Ja, aber wer würde denn das machen? Das ist ein Spiel. Die machen das ja alle so. Nee. Natürlich. Und dann hat er deinen Schweiß gerochen und dann... Was macht der hier unten? Was hat der vor? Was hat der für Probleme? Oh. Was denn? Der Dings in der Wand. Die Fresse. Alter, wie sieht das denn aus hier? The Pick. The Pick, gut. 5.5.2014. Ach, schon draußen, lass uns das irgendwo gucken. Lass uns ins Kino gehen. Zu ist ja geil. Das sieht mir ja aus hier wie der Typ von Silent Hill. Pyramid. Ah, nee, Pyramid ja. Head. Stimmt. Oder Pyramid Head, aber der hat nicht so einen Hut auf. Ist aber ein falsches Spiel, oder? Ja. Naja, the fuck. Der ist im richtigen Spiel. Ja, wir wissen's. Die wiederholen sich immer alles. Nein, ach, wirklich? So doof. Hä? So unkreativ. Kontrollpunkt. Sehr schön. Wie spielt er aus? Ja, kannst du noch. Ah, sehr schön. Na klar. Zu schwer ist doch sein. So, wir befinden uns jetzt live in der U-Bahn. Oh. Ist das jetzt die U-Bahn? Oder ist wieder so ein Rubik-Verschnitt gewesen? Ja. Hier liegt sogar Scharfschützenmuni extra. Das ist gut. Könnte man jetzt eigentlich gebrauchen, ne? Ja. Jo. Könnte man mal verwendeln. Willst du hin? Erstmal mich in Sicherheit legen.
damit ich mein Scharfschützengewehr auswählen kann. Das nehme ich erstmal hier so. Klar, hier ist mir. So, jetzt gehe ich wieder vor, nehme den Rest mit. Und dann bratze ich erstmal da drauf auf die Enemies. Aber schießt du nicht von hier? Das wäre ideal gewesen. Ne? Mhm. So wie der. Mensch, warst du ja richtig drauf? Manchmal auch. Oh, oft nicht. Der hätte vorher sitzen müssen. Ey. Du hast aufs Seil geschossen. Der kommt hier an. Der kommt hier an. Was macht denn der? Junge, hier spacke ich schon. Jetzt ist die Frage, sind das andere Typen, das ist hier noch welche? Vermute auch. Oder hat gleich auf den gezielt. Da schießt mal mit dem Magnum. Ja, weil du immer hin und her, da rennst du immer weg. Schieß doch mal. Junge, du musst erschießen. Ja, schon, Mann. Oder auch nicht. So, jetzt können wir mal anhalten. Nö, ich zünde den jetzt an. Gut. Und damit? Sag mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.